Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier aus TGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und ich muss hier mal bei den, wo sind denn meine roten Balancern? Bei den Balancern ganz kurz was gucken. Habe ich irgendwo hier die roten Balancer noch gehabt? Oh. War auf jeden Fall ein Buch. Vielleicht habe ich das schon irgendwo weggeschmissen. Bin es jetzt gerade nicht. Ist weg. Gut, okay, ja, dann ist das weg, würde ich sagen. Ohne Blue Balancers. Ich hatte doch eins, wo noch mehr Balancer waren. Das Buch wieder hier lassen. Irgendeine Kiste hier lassen. Na gut, okay. Aber dann, ich kann ja jetzt erstmal von denen kopieren hier. Keine Ahnung, wo das abgeblieben ist. So, jetzt brauche ich das Ding hier. Wenig kopiert. Hä? So. So, immer davor. So. Ah, ist gerade so genau die richtige Höhe hier. Wie man das haben kann. Da hinten jetzt auch schon mal ein bisschen aufpassen. Warum mache ich da eigentlich keine Löschung drüber weg? Kann man so machen. Der ganze Mist wieder weg hier. Den ich jetzt eigentlich gar nicht brauche. Wer kommt denn da dran? Jetzt ist die Frage, wie machen, ohne dass großartig Übersprünge entstehen? So, dann kann ich den erstmal hier. Hier 5, 6. Der geht denn hier raus noch rum. Mach das mal da weg. So. Wer geht denn da dran? Gut, nee, das ist nicht gut. Nicht gut. Doch, nee, das ist der erste von denen. Warte mal, die nach da drüben. Oh, das geht sowieso nicht gut. Sowieso hier erstmal zwei Platz lassen. So, also noch zwei wieder nach oben hier. So. Und das der erste ist, der da ran geht. Dann muss der ganz hinten außen rum gehen. Hier haben wir nichts. So, und dann geht er da ran. Daran. Und jetzt haben wir keine Förderbänder mehr. Ich muss immer Förderbänder holen, schnell mal. So, das ist auch aus hier, ne? Wir beliefern lassen noch ein bisschen mehr mit. Wir sind ja nah dran jetzt hier in dieser ganzen Produktionsketten. Blöd. Oh, das hat mich schon wieder fast erwischt. Da war ich schon wieder fast dran. Guck's dir an. Zack, da haben wir was grüne Chips bloß am vorderen Magen. Alles klar. Das heißt, bei der Chip-Produktion muss man unbedingt auch wieder den Fokus drauflegen. Förderbänder wollte ich holen. Warte mal, habe ich hier noch in irgendwelchen anderen Lagerstätten Förderbänder drin? Oder das hat nur diese Lagerstätte hier? Diese Lagerstätte, okay. Natürlich jetzt auch sehr schade. Sehr, sehr schade. Okay.
Ich dachte, ich hätte noch irgendwie anders Förderbänder, aber nee, wenn ich bloß in der Lagerstätte Förderbänder habe. Und dann kann ich da auch nichts machen. Gut, naja. Gut, hier sind ja auch jede Menge Förderbänder jetzt verbaut worden. Okay, so, und jetzt müssen wir hier gucken. Also hier wird ja nur Stahl angeliefert. Das heißt, hier wird Stahl angeliefert. Steel Ingot. Steel Ingot. Steel Ingot. So. Gut. Das ist ja das Einzige, was hier angeliefert wird. Was wir hier brauchen. Das heißt, ich kann jetzt hier auch schon mal. Die Kisten stehen ja schon da. Den Kamerad hier dazwischen schalten. Und. Grüne Leitung von hier dahin daran. Und dann kann ich ja hier sagen: Anforderungsbahnhof 1. 20.000. 5, 5, 1 und zwar Steel Ingot hier Steel Ingot 20.000 bla 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 minus 20k. So, die kannst du ja schon mal hierher bringen. So, die Kameraden wissen noch nicht, was sie machen sollen. Das ist schon mal ganz gut. Die Kameraden kriegen das jetzt hier erzählt. Alle schön die kräuselten Stahl herstellen. So. Und dann ist nämlich gekräuselter Stahl wieder in der Produktionskette drinne. Das aber jetzt auch nur, weil ich zu dusselig war, die Herstellung vom Dings richtig zu machen. So, gut. Alles klar. Die wissen schon mal, was sie machen sollen. Wir haben schon wieder 1000 Blaupausen hier drum drin, die nichts Sinnvolles ergeben. So, und ihr schmelzt mir mal Molten Steel ein. Jetzt mal Silicon. Molten Lead. Notstil, da ist es. Hier müssen wir mal Stahl einschmelzen, hier dann bis zum Umfallen. So viel wie geht. Wisst ihr, beim besten will ich mir wissen, warum ihr das überhaupt tut. Und wenn ihr es tut. Denn sie wissen nicht, was sie tun. So, gut. Wieder eine Pumpe. Eine Offshore-Pumpe habe ich bestimmt noch irgendwo, oder? Oder habe ich die denn alle verbaut? Da, eine habe ich noch. Kann ich mir noch eine machen? Hier nicht. Gar nicht. Hier. Haben wir noch ein Stück. So, dann machen wir jetzt erstmal hier. Das ist das äußerste Förderband, was wir brauchen. Das heißt, hier kann ich dann nachher später eine Kohlenproduktion in dem Bereich und hier die Verteilung machen. Müssen wir mal gucken. Wie gut oder wie schlecht das ist, da kommt ja dann Coolant zurück. Das ist ja auch noch sowas. Da kommt ja dann ein Verbrauchsprodukt auch noch wieder raus aus dem Ausgang. Also quasi hier kommt ja dann, das müssen wir dann abfangen, hier dann die Verkabelung machen und dann müssen wir hier oben die Coolant-Produktion immer in der Ecke hinkriegen. Und das Schmiermittel dort anliefern. Ja, das wird dann halt eben noch. Entweder müssen wir es hier mit anfordern, Schmiermittel. Wird bloß schwierig, da noch Pumpen dazwischen zu kriegen. Oder wir müssen halt einen Schmiermittelbahnhof da in der Mitte machen und dann das Schmiermittel dahin transportieren und so. Mal gucken. Wie geht. Das kriegen wir noch dazu montiert. Früher oder später. Ich wollte jetzt einen Teich machen. Genau. Dann werden wir hier das auch so halten. Erstmal, dass wir hier erstmal einen Teich machen. Zack. Und zack. Und dann machen wir zwei Pumpen rein.
Oh. Können wir schon mal schön verkabeln. So, und dann brauchen wir hier quasi das Wasser. In der Steigleitung. Ich weiß ja nicht, wie ich da drüben gemacht habe auf dem anderen. Ist, glaube ich, besser verteilt, ne? Noch zweimal Wasser, okay. Brauche ich nochmal Wasser. Hab ich nicht miteinander. Warte mal, hier brauche ich Wasser. So. So, jetzt habe ich hier das Wasser drin. Ich glaube, bei dem anderen habe ich alles mit extra Teilchen gemacht, ne? Da habe ich hier nicht mehr. Ach, weiß ich noch nicht. Oder mache ich dann so schnell hier einen Teich, dann die Pumpen hier hin? Würde ich auch machen, ne? Könnte sein, dass hier dann quasi zu wenig Wasser durchgeht, weil die Leitungskapazität hier begrenzt ist. Ich glaube, ich brauche nämlich mehr als 1200 Wasser. Naja. So, aber das hilft jetzt alles noch nichts. Wir haben jetzt hoffentlich erstmal genügend von diesen Dingern gekriegt hier, damit ich das ein bisschen was wieder verbauen kann von. Damit wir das hier ein bisschen wieder dahin bringen, wo es hingehört. So. So, hier eine Leitung, eine Leitung. Ja. Das wird schon noch interessant werden hier. Würde man schon wieder alle. Verdammt, Axt. So. Gib mir mal eins, dann kann ich das andere da schon mal ausfüllen. So. Gib mir mal eins, dann kann ich das andere da schon mal ausfüllen. So. Sehr schön. Einmal so lang, einmal so lang. Dann müsst ihr mir das mal setzen. Falsch rum geworden. Und wir jede Menge Förderband, ne? Aber dann haben wir den Stahl zumindest jetzt mal in der Form automatisiert, beziehungsweise da. Achso, Moment. Im Schiff drücken. Hab ja keins mehr. Kein Förderband mehr in der Tasche. So. So, dann kommt das schon mal da an. Dann müssen wir hier den Bahnhof sagen. Die Kameraden sollen auf gekräuselte Stahl reagieren. So. Gekräuseltes Stahlblech. So, und dann einmal Strom noch mal ran besorgen hier einfach. So, dann haben wir da Strom dran. Der Bahnhof schon mal so weit.
Steht denn das Ding da? So rum. Andersrum da. Na gut. So, das Ganze ist ein Anbieter. So, 10.000 von mir aus. Und 5 und 1. So, und dann haben wir hier den noch. So. Gut. Na, dann haben wir das ja schon mal wieder. So, dann wenn ihr mir jetzt hier schon wieder ein paar Sachen liefert, das finde ich immer gut. So, lassen wir das jetzt hier so offen stehen, da das hier so mit zwei Platzen oder werde ich hier unterirdisch oder reiße ich diese eine Leitung hier raus? Dann müsst ihr sowieso Strom kriegen von Querfeld ein hier irgendwie durch. Reiß die einfach mal raus hier. Tut kein weh, sehr schön. So, dann können wir nämlich hier weitermachen. Momenten. Da kann ich noch mehr machen gleichzeitig. Muss ja sowieso bis da hinten durch. Ja, guck mal, hier muss ich auch noch Stromleitung rausreißen. So, das besser noch nicht. Dat... Nee, das hätte ich jetzt hier nicht mehr sitzen wollen, die letzten paar Meter hier. Bis dahin. Hier der nur. Nee, warte mal. Bis dahin. Bis dahin. So. Bisschen verkockt. Auch noch ein bisschen. Das ist falsch rum. So, das geht daran. Das geht daran. Das kann da raus. So, hoffentlich, oder? Ja. Warum ist noch überall da? Oh, eine Leitung fehlt mir. Ja, die hier. Guck an. Nur eine vergessen. So was. Da fehlt mir eine Leitung. So, die geht natürlich dann bis nach ganz hinten durch. So, jetzt werde ich wieder wild beliefert hier. Sehr gut. So, sind da oben schon Material angekommen? Ja, da ist schon ein bisschen Material angekommen. Liegt doch schon sozusagen ein bisschen auf Förderband, aber kommt noch nicht ganz durch. Ja, ist halt so. Aber die Bauroboter werden das schon hinkriegen. Und dann sollte hier eigentlich dann gekräuselter Stahl in Massen angeliefert werden. Und natürlich auch verwendet werden. Das ist schon mal huge. Dann kann ich da nämlich dann diese ganzen komischen Zwischenstahlproduktionen, die ich da habe, wieder rausnehmen. Und das dann der eigentlichen Art und Weise wieder hinzufügen, dass der dann wieder das produziert, was er da produzieren soll. Und dann kann ich diese Inline-Stahlproduktion wegnehmen, weil dann kann ich das gekräuselte Stahl wieder da anliefern an den Stellen. Schön. Immerhin, das haben wir geschafft. So, und beim Solder müssen wir aber anderweitig vorgehen. Denn da muss ich in die Schmelze beide Rohstoffe reinkriegen. So. Das wird dann auf der Seite da gebaut. Ja, ist ja schön wie an der Perlenschnur, ne? Jedes Mal, wenn ein Förderband produziert wurde, fliegt einer los und will das Förderband holen. So, Solder machen wir dann auf der Seite und da muss das aber anders gebaut werden, weil da müssen beide Rohstoffe quasi an einem Teil ankommen. Und das heißt, wie baue ich denn das denn schön? Mal was Schönes noch überlegen, ne? Ich meine, ich könnte theoretisch
Muss ich ein bisschen enger zusammenrücken, dass ich die Förderbänder, beide Förderbänder in der Mitte habe und in den einen lang greifen lasse, den anderen kurz, ne? Und dann brauche ich aber hier hinten auch zwei Förderbänder, sonst kriege ich das Material ja da hinten nicht hin. Oder ich lasse die Materialien quasi links und rechts aufs Förderband legen und dann ist aber dann irgendwann das Problem, so, dass das eine Material auf der einen Seite überall liegt und das andere Material auf der anderen Seite überall liegt. Aber nicht beides gleichzeitig da ankommt, wo es ankommen soll. Wäre ja auch eine Methode, ne? Sozusagen hier vor die Materialien quasi auf ein Förderband gehen lassen, dass die hier zack zack dann sich hier drinnen verteilt werden. Kann aber nicht unterirdisch durchspringen, dafür ist zu wenig Platz da. Ich kann hier eins noch da rücken, ich kann hier eins noch da rücken. Das ist sogar zwei. Das sind sogar zwei. Ich könnte das zwei nach da rücken. Hätten wir hier drüben noch überall ein Förderband frei. Für das andere Material. Aber wo hol ich's her, ne? Und auch wieder gleichmäßig bleibt. Dann hätten wir vier Förderbänder von jedem. Macht auch nichts. Dann muss ich einen 2 auf 4 machen, einen 2 auf 3. Kommen wir auch hin, ne? Könnten wir hinkriegen. Na gut. Das mit dem anderen sollte dann genauso passen. Ja. Das passt hier einfach so davor. Ein bisschen schmaler. In der Mitte bleibt in der Mitte. Und dann ist dann halt eben immer über Kreuz langgreifen dran. Ja, das geht. Hier außen muss ich dann halt ein extra Förderband legen. Oder kann ich das hier schleifen? Ich kann das ja theoretisch auch als Schleife hier rumlegen, oder? Ich überlege mir mal was. Was wir da machen, damit das dann funktioniert. Uli, wir sehen uns beim nächsten Mal. Die Stahlproduktion sollte jetzt hier irgendwann in den Betrieb aufnehmen. Ich dachte, während meiner Überlegung, die ich hier habe und meines dusseligen Kommentars, den ich dazu abgebe, entspannt sich die Situation hier oben und da werden da oben irgendwann mal die Förderbänder gesetzt, dass hier der Stahl durchkommt und dass wir dann den ersten Stahl hier hinten eventuell ankommen sehen, früher oder später. Aber das lässt wohl noch ein bisschen auf sich warten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.